Medieval Dynasty lässt euch leben wie im Mittelalter. Nicht als großer Held, sondern als einfacher Mann. Ihr müsst erst euer eigenes Überleben sichern, dann das eures Dorfes und eurer Nachkommen. Das Spiel vereint Survival- und Rollenspielelemente mit dem Aufbau und der Verwaltung einer ganzen Siedlung. Am 17. September soll der Early Access starten und ich habe Head of Producing Robin Gibbles ausgefragt, was uns da erwartet. Robin, erstmal vielen Dank fürs Zuschalten, denn wir haben dich ja eiskalt im Urlaub überrascht und du sitzt gerade in einem Wohnmobil in Griechenland, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist mir auch schon fast ein bisschen peinlich. Ich habe aber nicht wirklich ein schlechtes Gewissen dabei. Nee, also wir sind ja schuld. Wir haben dich ja hier angefragt. Und für ein Mittelalterspiel ist doch vielleicht ein rustikales Setting, wo du ein bisschen auch draußen in der Wildnis bist, hat doch auch was. Ich bin im Überlebenskampf. Und der Überlebenskampf ist auch das, was wir bislang von Medieval Dynasty am meisten gesehen haben, so die Survival-Sandbox des Spiels. Nun soll es aber auch Quests und Story geben. Wie groß ist denn die Rolle, die diese Aspekte im Spiel spielen werden? Ja, also wir haben ja natürlich das Feedback auch mitgelesen und das war uns auch klar, dass wir nicht ein reines Survival-Spiel machen können und das wollten wir auch nie. So haben wir jetzt die letzten Wochen extrem daran gearbeitet, eben ganze Questlines reinzubauen in das Spiel. Aktuell muss man sagen, kann man noch nicht für jeden NPC in der Welt die Geschichte spielen, aber das wird entwickelt während der Early Access Phase, dafür ist sie auch da. Aber zum Beispiel den ersten Charakter, den man jetzt schon kennt, den ihr auch kennt, den Unighost, den Kastellan in dem Dorf, wo man ankommt, dessen Questline ist komplett implementiert und weitere. Und so kann der Spieler, der sich an die Hand genommen werden möchte, natürlich komplett das tun und die Geschichte spielen. Ja, also man wird jetzt geleitet, man kann aber auch natürlich weiterhin Open World spielen. Also es ist kein Muss, es ist ein Kann. Gibt es also eine durchführende Hauptstory oder ist es mehr eine Reihe von unabhängigen Nebenquests, die jeder Charakter hat? Tatsächlich gibt es mehrere Hauptstories, weil es gibt ja ein Problem und auch ein Segen in diesem Spiel, in Medieval Dynasty. Das ist, dass natürlich du alterst in dem Spiel und alle Leute um dich rum auch. Und wenn man es nicht schafft, in seinem Lebensabschnitt oder in dem in der Lebenszeit der anderen NPCs und Charaktere auf der Map, deren Abenteuer zu erleben oder mit ihnen zu reden, dann werden die Geschichten mit ihnen sterben. Und Unighost letztendlich ist jetzt aber ja unser erster Key-Kontakt in der Welt. Es ist nicht die Hauptquest, aber eine der Hauptquests. Kannst du vielleicht mal kurz umreißen, worum es dann in dessen Story geht? Letztendlich ist es so, dass man von seinen Eltern, also man flüchtet ja vom Krieg und man wird zu einem Onkel in ein friedvolles Tal geschickt, nämlich die Map, auf der wir spielen. Und man erwartet eigentlich seinen Onkel dort, der es zu einem guten Leben gebracht hat und auch zu Wohlstand. Zumindest nimmt man das an. Und als man dort ankommt, trifft man auf den Kastellan Unighost und leider erfährt man von ihm, dass eben der Onkel nicht mehr unter den Lebenden weilt und macht uns zu seiner rechten Hand. Und wir wissen noch nicht so recht, sollen wir ihm vertrauen oder nicht. Mhm. Wir haben noch keine Anzeichen dafür, dass wir es nicht tun sollten. Aber wie es so oft ist im Leben, kann man sich täuschen. Und aber viel mehr möchte ich auch nicht spoilern im Endeffekt. Er hat also unseren Onkel umgebracht, ist, was du mir hier sagen willst, durch die Blume. Das glaube ich nicht, dass ich das will. Nein, das hat er auch nicht getan. Aber er ist nicht so nett, wie er scheint. Und wenn du dann schon sagst, dass es hier eben gewisse Geheimnisse gibt, werden die Quests und die Storys dann auch Entscheidungen in Dialogen haben und unterschiedliche Arten, wie sie ausgehen können? Tatsächlich ist jede Quest eigentlich so gestaltet, dass man entscheiden kann, wie man weiterspricht mit dem Charakter. Aktuell in der Early Access, also in der allerersten Version, führt es zu dem gleichen Ergebnis, aber man hat schon das Gefühl, dass man einen komplett anderen Weg geht. Das ist auch wichtig, weil wir müssen im Moment ja auch ein Stück weit sehen, ob das alles funktioniert und nicht 100 offene Enden haben. Das ließe sich nicht darstellen. Später wird es aber definitiv Unterschiede geben. Es gibt auch jetzt schon Unterschiede, wie der Beliebtheitsgrad bei den verschiedenen NPCs gewertet wird von dir selber als Spieler. Der Outcome, sag ich mal, hinten raus von den Quests ist aktuell gescriptet, aber der Weg dahin ist unterschiedlich. Mhm. Aber plant ihr noch, dass das dass ja, dann später natürlich unterschiedliche Enden sein natürlich werden auch und so? Okay.
Massiv sogar. Also es gibt, ich habe gelogen vielleicht sogar, sorry, es gibt auch schon jetzt eine Side-Main-Quest, also eine größere Side-Quest, wo man um einen Charakter, wo man mit einem Charakter redet, der eine Frau sucht und man kann aktiv mit entscheiden, welche es wird durch sein Handeln. Also es ist nicht so, dass es nicht jetzt schon auch so geht, aber viel, viel mehr wird entwickelt während der Early Access Zeit und natürlich viele Enden werden programmiert und jedes Mal durchspielen wird auch anders sein, weil natürlich die Lebenszeit endlich ist der Leute auf der Map und wenn ich mich in den Norden orientiere und da erstmal die Leute kennenlerne, kann es sein, dass die im Süden gar nicht mehr leben, wenn ich oben alles abgefrühstückt habe sozusagen und andersrum. Also es gibt zu viele Erlebnisse und Abenteuer, die ich wahrscheinlich in einem Leben gar nicht erleben kann, um es mal so zu sagen. Dazu habe ich zwei Fragen. Zum einen, gibt es einen gewissen Sterbealterungsschutz, zumindest für einen NPC, dessen Quest ich gerade, wo ich mittendrin bin? Oder kann es mir passieren, ich habe den leider angesprochen, als er irgendwie schon 60 war, dann bin ich mitten in der Quest und mit 61 stirbt er dann und die Quest bricht einfach ab? Tatsächlich ist es einer der Kernprobleme bei der Entwicklung dieses Spiels gewesen. Und da haben wir viel, viel Hirnschmalz reingesteckt und es gibt verschiedene Bereiche und Abteilungen, die das anders sehen. Aktuell ist es so, dass es wie im echten Leben natürlich ist. Wenn ein Mensch stirbt, stirbt auch die Geschichte. Wir haben uns überlegt, dass wir ihn eventuell länger leben lassen, eine gewisse Karenzzeit sozusagen, aber irgendwann ist halt Ende. Das heißt, wenn man einfach nicht weitermacht, wird es ein Ende geben, ein natürliches. Wir haben auch überlegt, ob die Erben eventuell Geschichten erben könnten. Es macht vereinzelt Sinn, aber nicht im großen Ganzen und immer. Ansonsten würde man uns das, glaube ich, auch vorhalten, dass das unrealistisch ist. Und die zweite Frage wäre, wenn dann die erste Generation an Questgebern stirbt, habt ihr dann auch NPCs eingebaut, die nachgeboren werden und auch ihre eigenen Geschichten haben, sodass jede Generation Quests erleben kann? Genau so ist es. Also es ist geplant und auch teilweise schon so verankert, dass neben den natürlich so semi-prozeduralen Sidequests, die wir haben, weitere Mainquests kommen und die auch für Nachkommen der Hauptcharaktere vom Start hin haben. Weil sonst würde das Spiel ja irgendwann prozedural generiert und sehr repetitiv werden. Wir haben schon vor, über mehrere Generationen die Geschichten zu erzählen und das tun wir auch aktuell. Wir erfinden die Geschichten gerade. Was schätzt du denn, auf wie viel Spielzeit an Quests und Story wollt ihr kommen? Also wie viel Zeit kann ich mit echter Geschichte verbringen in dem Spiel? Also aktuell, wenn man die Early Access Phase jetzt mal und nur die allererste Questline oder die Questlines, die da sein werden, betrachtet, wird der normale Spieler sicherlich schon 40 Stunden locker darin verbringen können. Okay. Und wenn man überlegt, dass ich da noch nicht mal mein Erben spiele, sondern noch selber am Leben bin und ich über mehrere Generationen spielen kann, dieses Spiel und auch werde, kommen wir locker auf mehrere hundert Stunden Questing. Was geplant ist aktuell. Kannst du mir ein paar Beispiele geben vom Gameplay her, wie solche Quests aussehen werden? Wir haben ja bislang immer nur so eher recht simple auch Sammelaufgaben gesehen. Wie komplex werden die von der Spielmechanik her, und wie abwechslungsreich? Also vom Early Access her ist es so, dass man natürlich nur mit dem kochen kann, wo die Ingredienzien noch da sind. Sprich, die Spielmechaniken kennt ihr. Allerdings, was jetzt noch nicht drin war, ist halt das an die Hand nehmen des Spielers, das die Geschichte vorantreiben, die Spannung aufbauen, den Spieler über die Map schicken, Leute zu suchen, zu finden, für ihn zu jagen. Es wird Schusswettbewerbe geben, also Zielwettbewerbe geben zum Beispiel, wo natürlich dann auch ausgewertet wird, wie gut ich war. Das geht alles schon jetzt und das macht das Questen extrem abwechslungsreich. Allerdings ist es noch nicht hochkomplex, um ehrlich zu sein. Da werden wir noch mehr reinbringen, zum Beispiel, dass man komplette Gebäude für NPCs bauen muss oder eine Palisade um ein Dorf herum errichten muss, weil eben Räuber zu erwarten sind. Das kommt alles sehr kurzfristig noch, wird aber jetzt am Day One wahrscheinlich noch nicht drin sein. Nichtsdestotrotz ist es bei den Testern jetzt sehr, sehr gut angekommen, dass man an die Hand genommen wird und dass die Geschichte drumherum erzählt wird, um diese ganzen Mechaniken. Du hattest schon erwähnt, dass einige der Quests auch prozedural oder semi-prozedural generiert werden, wie du gesagt hast. Wie wird das denn aussehen? Weil es klingt ja schon so nach recht viel Spielzeit. Und wie sehr greift ihr dabei auf prozedural generierte Quests statt komplett handgemachter zurück? Also jede Saison, jede Jahreszeit werden um dich rum
unterschiedliche NPCs aktiviert und mit Quests versorgt. Ah. Die werden auch nicht gleich sein immer, sondern eben so semi, deswegen semi-prozedural erzeugt. Das heißt, es wird aus einem Set von gebalanceden Missionen diverse NPCs um dich herum bestückt. Alles klar. Was wird denn dann genau drinstecken in der Early Access Version und was plant ihr noch bis zum Release an Kern-Roadmap-Meilensteinen? Was drin sein wird, sind die verschiedenen Komponenten. Wir haben die Jahreszeiten, wir haben Feldarbeit, Jagen, eben die Questlines, wir haben Starten einer oder Gründen einer Familie drin, wir haben die Planung der Community oder das Wachsen der Community, deines Dorfes sozusagen, deiner Gemeinde. Wir haben drin das Arbeitsmanagement, das heißt, du kannst die Leute auf Felder schicken, zum Fällen von Bäumen schicken, Steine besorgen schicken, jagen schicken, etc. Du musst deine Leute am Leben halten, du kannst die ganzen Sidequests spielen, du kannst natürlich die Main-Storyline spielen, die schon da ist. Ansonsten haben wir ein Chapter-System, also ein Kapitelsystem, das es den reinen Survival-Playern erlaubt, nicht questen zu müssen, sondern einfach nur sich hochleveln zu können. Die kriegen dann sozusagen Aufgaben, die sie erfüllen müssen, um ein nächstes Kapitel weiterzurutschen und damit weitere Gebäude zu unlocken. Und das erlaubt sozusagen der zweiten Spielerschaft neben den Quest-Spielern auch einfach ihr Spiel Survival-mäßig und Sandbox-mäßig zu spielen. Das Ziel war ja, möglichst viele Spieler mit abzuholen und nicht nur ein Survival-Spiel anzubieten, sondern auch eins, wo ein Abenteuer gelebt werden kann. Was plant ihr denn, wie lange ihr ungefähr im Early Access sein wollt und was sind eure wichtigsten Pläne für die Features, die ihr auf jeden Fall noch bis zur Version 1.0, bis zum Release etablieren wollt? Ja, also wir planen mindestens mit einer Phase von 6 Monaten, wenn die Spieler-Feedbacks gut sind, konstruktiv sind und wir meinen, dass das Spiel dadurch stark gewinnt und natürlich auch der Erfolg da ist, auch während dem Early Access kann ein Spiel sehr erfolgreich sein, dann kann man auch darüber nachdenken, das zu erweitern. Das ist gar kein Thema. Wir denken natürlich über erweiterte Game-Mechaniken nach, wie Reiten, habe ich schon gesagt, wie weitere Quests, komplexere Questlines, Vertonung ist ein Thema, Sprachausgabe, Teil Deutsch oder komplett. Deutsch und Englisch? Deutsch und Englisch, wenn dann ja. Das Spiel ist schon jetzt mit den Questlines, die drin sind, extrem groß, sodass darüber natürlich gut nachgedacht werden muss, welche Sprache man nimmt, ob man voll vertont oder vielleicht mit Gruß- und Selbstgesprächen arbeitet. Gibt es zum Abschluss noch was, was du gerne über das Spiel erzählen würdest oder gerade auch die Neuerungen jetzt, dass ich dich nicht gefragt habe? Das ist eine schwierige Frage. Wir sind hier nicht für die einfachen Fragen, Robin. Ich bin sehr gespannt, wie vor allem das System der Generationenwechsel ankommt. Da, glaube ich, haben wir was sehr Neues angedacht in der Form im Spiel, also aus der Ego-Perspektive. Ich hoffe, dass die Leute das bekommen, was sie sich erwünschen. Ich glaube, es wird so sein. Ich hoffe, dass wir die letzten Fragezeichen, auch warum die Map so aussieht, wie sie aussieht, beantworten können. Und freue mich auf das Feedback, auch jetzt nach dem Interview und nach euren ganzen Berichterstattungen. Wir lesen alles mit, wir brauchen jeden Input und es ist eine unschätzbarer Wert, dass wir wissen, in welche Richtung wir das Spiel weiterentwickeln. Und ja, wir danken euch natürlich für die Coverage, die ihr uns hier bietet und dass wir uns immer wieder präsentieren dürfen. Das wollte ich nochmal ganz persönlich sagen. Ich danke dir. Und dann machen dir. Wir das natürlich auch gerne aus unserem Urlaub.